Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Heute machen wir diese Welt rückwärts. Angefangen mit Flussfreunden und... Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal auf der Suche sein nach ein paar Schnüffelchen. Ein paar kleinen Hundis. Und wenn wir die gefunden haben... Dann machen wir schöne Quests. Und ich habe mir heute vorgenommen, die Folge so lang zu machen, bis ich auf jeden Fall hundertprozentig diese Welt durch habe. Also kommt drauf an. Je nachdem, ob es viele Quests gibt und ob die Level, die rückwärts lang sind oder nicht. Davon wird es ankommen, ob diese Folge lang ist oder nicht. Ich werde auf jeden Fall in dieser Folge alles schaffen hier. Damit wir in der nächsten Folge die letzte Welt angehen können. So, und wo ist jetzt bitte der erste? Das kann doch nicht sein, dass er hier nicht ist. Wie lange haben wir eigentlich? Wir haben 4 Minuten Zeit. Und da ist einer. Den haben wir, super. Ja, und hier ist die Quest halt nicht. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Hier gab es nämlich eine Quest. Und ja, der erste war auf jeden Fall sehr, sehr einfach. Ich muss noch nicht mal nachdenken, um den zu bekommen. Also, ja. So, das hier wird wahrscheinlich etwas blöd. Wird es auch. Ja, das hier wird sehr blöd. Ich habe doch Level auch blöd in Erinnerung. Aber wir müssen da durch. So. Aber auf jeden Fall hören und schauen. Irgendwo sind hier nämlich noch 2 Hunde. Aber bisher sehe ich sie nicht. Warte, geht's da nicht weiter? Vielleicht. Nee, warte. Nee, warte, was? Hier ist ein Checkpoint? Ist er. Also tut mir leid, ich bin gerade etwas verwirrt. Ich habe auch Angst, dass ich die nicht sehe. Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht hinter so einem Ding? Nee. Nee, hätte ich ja gehört, wie die gebellt haben, oder? Aber das kann doch gar nicht sein. Wo sind sie denn? Ach komm, das finde ich lame. Da ist einer. Aber ich weiß nicht, welcher das ist. Ah, verdammt. Ich habe nur den Hund zum Schießen. Aber ich habe getroffen. Und es war tatsächlich der zweite. Wir haben nichts verpasst, was mich gerade wundert. Heißt aber dennoch, dass uns einer fehlt. Oh, verdammt. Ich mag dieses Level immer noch nicht so wirklich. Ah. Einer fehlt noch. Wo ist er? Wir haben noch 1 Minute Zeit. Na los. Der muss doch irgendwo sein. Lass mal meine Lauscher ganz auf. Ja, da ist er ja. Gut, das Level war sehr einfach. Die waren nicht mal versteckt. Die waren einfach auf dem Weg. Also ja. Das war bisher, wenn nicht sogar, das einfachste. Oder auf jeden Fall einer der einfachsten Rückwärtslevel, die ich hier hatte. Nur das Level selber war etwas schwer, aber komm, du hüpfst einfach ein wenig rum, pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst. Und das war's. Die sind alle auf dem Weg. Also, habe ich nichts gegen. Dann hatte ich weniger zu tun. Und ich vermute mal, es wird am Ende irgendwie 400 Blumen geben. Wir werden zwar gleich mehr als 400 haben, aber wir müssen ja überlegen. Wir müssen ja noch gleich die, in der nächsten Folge, die ich gleich aufnehmen werde, müssen wir da auch nochmal 15 abgeben. Also wir sammeln ja jetzt 15 mehr oder weniger, damit wir die abgeben können. So, Flip-Flop-Flop rückwärts ist als nächstes dran. Yeah. So. Ich benutze das kleine Auto hier. Wir haben 3,5 Minuten Zeit. Aber dafür ist das Level aber, glaube ich, oh nein, das ist das Level. Was? Ups. So, okay. Also das Level geht auf jeden Fall 3,5 Minuten und ich muss schauen, wie das hier alles funktioniert. So, da bin ich ja gerade runtergefallen, wie ihr gesehen habt. Nein! Und jetzt? Darf ich nochmal neu starten? Oh, super. Was ist denn das? Wer denkt sich sowas aus und sagt... Wer guckt sich das an und sagt dann, ja, das können wir so lassen. Nein! Einfach nein. Das können wir so nicht lassen. Okay, das war gut.
Aber wie soll denn ein Kind sowas schaffen? Das Spiel ist immer noch für Kinder. Hä? Ich sehe schon mal den ersten Star da im Hintergrund. Doch wir kommen nicht nur an ihn ran. Ich glaube, ich muss das Level nochmal neu starten. Okay, das ist zumindest. Also das erste Level war mega einfach und das hier ist jetzt richtig AIDS. Du musst hier perfekte Sprünge machen. Und ich glaube, ich habe es schon verkackt. Aber ich versuche es trotzdem noch weiter. Zack, so kann ich machen. Mindestens ein Ei brauche ich. Damit ich ihn überhaupt abschießen kann. Super. Ey, was ist das für ein Level? Du kriegst hier nirgends vor Eier. Und jetzt musst du hier nach vorne. Ich glaube, hier geht es sogar runter, oder? Ja, ich glaube, hier geht es runter weiter. So, und hier ist er im Hintergrund. Und ich habe ihn natürlich verfehlt. Aber, wie ich gerade merke, gibt es ja auch nochmal die Dinger. Wenn ich sie doch erwischen würde. Und ja, okay. Ich fange nochmal von vorne an. Was ist denn das? Was ein Müll? Ganz ehrlich, was ist das für ein Müll? Gut. Haben wir ihn? Und nun hier runter. Nicht? Wo geht's denn lang? Was? Was? Wo geht's denn lang? Verpasse ich gerade irgendwas? Ich muss doch nicht da hoch, oder? Nein. Oder? Einen Moment. Warum ist da so viel oben? Geht's hier hoch? Ah, ich glaube, jetzt geht es tatsächlich hoch. Okay. Das hätte man auch gerne sagen können. Ich weiß, da war ein Pfeil rechts, der nach oben zeigt, aber ich habe den nicht wirklich wahrgenommen. Ich dachte, der wäre einfach von der vom normalen Level. Ach, keine Ahnung. Ich habe ihn einfach nicht wahrgenommen. Du, 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 du. So, gib mir hier ein paar Eier. Und verdammt. Oh, nicht das. Weg hier. Okay. Was machst du nochmal? Herzen. Brauche ich nicht. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich sehe dich. Komm her. Nein. 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 Ich muss auf die Schlange, ich muss auf die Schlange, ich muss auf die Schlange. Ich bin auf der Schlange, okay. Nein. Ach, fuck. Das ist ein gutes Versteck. Das ist ein guter Ort, ihn zu platzieren. Aber umso schwieriger ist es dann jetzt für mich, den zu bekommen. Doch jetzt sollte es endlich möglich sein. Yes. So, ganz nach unten. Hier wird doch sicherlich jetzt noch nicht nochmal einer sein, oder? Also gucken wir mal weiter. Was machst du? Herzen, super. Brauche ich nicht. Hier müssten irgendwo noch einer sein, glaube ich. Aber ich glaube, ich muss da hoch, oder? Nein, 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 komm schon. Ich hasse dieses Level. Ich hasse allgemein die Welt. Deshalb will ich sie jetzt beenden, egal wie lange die Folge geht. Das ist mir gerade Schnuppe. Du da. Badi badadu. Da badadab badadadadadab. Ich höre ihn. Hey, 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 hey. Okay, der war mega einfach. Super. Dann haben wir alle, aber die Zeit geht uns aus. Wenn wir es jetzt wegen der Zeit nicht schaffen sollten. Okay, doch. Gut. Nice. Den Triple Kill am Ende. Oh yeah. Gut, das war der Anfang von dem Level, war etwas blöd, aber der Rest war noch ganz okay. Und dann kommt das letzte und dann machen wir die Quest. Ja, ja. Oh, Solarzoom war das, stimmt. 3 Minuten haben wir Zeit. Gut, das Level war auch ziemlich kurz. Ich schätze mal, 3 Minuten wären noch ganz okay. Ja. Ja, ja, genau, ja. Tatsächlich nehme ich noch gar nicht so lange auf. Hm.
So, ich muss ja nicht Erster werden oder sonst irgendwas. Ich muss einfach nur schnell sein. Oh nein! Warte, was? Ich muss die abschieben. Ich habe keine Eier. Hä? Oder muss ich doch Erster sein? Oh, das wäre cool. Müsste ich Erster sein, um alle zu... Komm. Oh, verdammt. Nein. Doch, da ist er. Doch, ich muss die abschießen. Nice. Okay. Ich muss die einfach überholen und dann abschießen. Super. Okay. Wow. Warum werde ich nie schneller? Was soll denn das? Wow. Nein. Yes. Einen weiteren haben wir. Okay, das finde ich cool. Ich fand auch das normale Level ziemlich cool. Das war das beste Level dieser Welt. Ich fand zwar etwas seltsam, aber alles in allem ist das Level ja ziemlich cool. Oder was meint ihr, Leute? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wenn ihr es noch nicht getan habt im letzten Video, dann könnt ihr es ja jetzt machen. Lul. Ey. Oh. Hau ab. Meine Güte. Was? Warum wurde ich da jetzt verlangsamt? Okay, gut, der letzte Pucci, der ist sehr schwer, glaube ich. Aber was, hier sind voll viele Sonnen. Stimmt. Verdammt, geh weg. Dann nach rechts. Dann in die Mitte. Ich sehe ihn schon. Er ist gespawnt. Da hinten ist er. Ich sehe ihn. Verdammt, ich erreiche ihn nicht. Nee, der prallt wieder ab. Warum sind die denn alle so schnell? Und das Level ist auch vor allem gleich zu Ende. Lass mich in Ruhe. Na warte, erstens hier ein Dings gerannt und gefallen oder was auch immer. Okay, gut, es ist trotzdem noch ein Weltrennen. Wegen der Zeit. Oh nein, die Zeit. Also ich habe alle. Aber die Zeit. Ich hätte nie gedacht, dass die Zeit bei den Pucci-Leveln jemals so spannend wird wie jetzt. Wir hatten zwar öfters mal knapp, aber spannend hatten wir es noch nie wirklich. So, zack. Aber das ist das Ziel, oder? Ist das das Ziel? Ziel? Nein? Doch, da ist das Ziel. Ich sehe es. Yes! Okay. Echt cooles Level. Normal und rückwärts. Sehr, sehr cool. Hat mir sehr gefallen. Yeah! Vielleicht wird die Folge sogar kurz. Je nachdem, was wir alles sammeln müssen. Bei den Quests, was immer. Das haben wir mehr als 400, aber wie gesagt, wahrscheinlich wird man am Ende 400 haben. Oder vielleicht etwas mehr, tatsächlich, merke ich gerade. Vielleicht gibt es 500. Irgendwie, was auch immer. Man kann doch hier nachsehen, wie viele... Ja, es sind schon mehrere, aber es sind nicht so viele, okay? Gut, auf jeden Fall werde ich erstmal hier in diesem Level nach dieser Flaschenhütte suchen. Und dann zeige ich euch jetzt, wo die ist. Hier ist sie. Ach, verdammt. Aber ich habe keine Eier mehr. Und deshalb kann ich sie gerade nicht abschießen. Hier gibt es aber noch einen Block. Ach, verdammt. Ich mag dieses Level einfach nicht. Man fällt so oft ins Wasser. Ich mag das einfach nicht so. So, aber hier ist es. Und wenn es das nicht ist, dann frech ich einen Besen, Alter. Das muss es sein. Ja, okay. Gut, das erste war nicht so schlimm. Mal sehen, wie die restlichen 6 sind. Oder sind das 6 weitere noch? Ich glaube. Ja, es sind halt etwas viel, aber nicht die maximale Anzahl. Also von da passt das. Wow! So, was ist das noch? Hör doch eine Bitte, ich will 5 Libellen. Einige davon flogen bei den Kippblöcken herum. Bitte 5, ja? Der will Libellen? Was? Okay. Ja, wir halten die Bellen so. Die sehen aber echt cool aus. Ja, die sind cool. Hier sind sie. Die erste befindet sich hier. Der zweite befindet sich hier im Hintergrund. Man kann die auch jetzt schon sehen. Dort. Die dritte gibt es hier. Ein weiteres gibt es hier im Hintergrund. Leider habe ich nur gerade keine Eier. Doch, jetzt. Verdammt, ist aber echt nicht leicht zu bekommen. Ach, verdammt. Okay.
Und keine Ahnung, wie ich den übersehen konnte. Hier oben gibt es einen. Den sieht man von da vorne, hinten, worum da hinten, vorne, ja. Da gibt es ihn auf jeden Fall. Da findet man ihn. So, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn man hier hingeht, wenn man von hier kommt, dann sieht man das. Der ist hier oben, man sieht ihn. Klar und deutlich. Keine Ahnung, warum ich ihn nicht gesehen habe, aber war halt so. Gut. Jetzt haben wir alle. Und jetzt werden wir mal sehen, was er als nächstes möchte. Wahrscheinlich jetzt irgendwas im Rennen, Renauto da, Level, Solar-Level. Das ist bisher das coolste von den von den Match-Leveln. Finde ich bisher einer der coolsten. Gut, das Dschungel-Level, das Dschungeltour war auch sehr cool. Oh ja. Ich benötige einen Trockenfisch. Ob die Leute aus den Zelten sie im Fluss gefangen haben? Okay. Hier, meinst du? Ja, das heißt hier jetzt erstmal. Okay. Dann werde ich mal nach seinen Trockenfischen suchen. Hab's gefunden! Nach diesem Checkpoint gibt es nämlich hier das Ding und ja, das ist es. Gut, ich habe jetzt nicht erwartet, dass die Fische dort pink sind. Von all den Farben. Anstatt irgendwie blau zu nehmen, nehmen sie pink. Aber okay, ich habe sie ja gefunden, war nicht schwer. Von daher will ich mich mal nicht beschweren. Ja. Wahoo! Das nächste Bild da. Ein Holzhaus, habe ich schon gesehen. Sonne ist auf der Rückseite bei den Kippblöcken. Sah gemütlich aus. Jupp, ich sag euch genau wo. Eigentlich schon ziemlich cool. Hier im Hintergrund befindet sich dieses Haus. Haben wir, glaube ich, alle bemerkt, oder? Habt ihr es gesehen? Ich auf jeden Fall. Also, ich meine beim ersten Mal durchspielen des Levels. Ich habe es sofort gesehen, fand das cool. Und tatsächlich ist es ein Gegenstand, den wir sammeln mussten. Also, ja. Zumindest kein schwieriger, ne? So, ich glaube noch zwei Aufgaben oder so. Kann ich rechnen. Ich benötige 5 Autoschilde. Solche Schilder findet man beim Solarautorennen auf der Rückseite. Oh, cool. Okay. Ja, wir können mal ganz kurz nachgucken. Ja, das und dann noch 2 weitere. Okay. Dann werde ich euch jetzt alle 5 von diesen Autoschilden reinschneiden. Ich weiß nämlich, wo die sind. Ich weiß, wie die aussehen. Und let's go. Das erste befindet sich hier. Oh, verdammt, da war eins. Ein weiteres gibt es hier. Hier, 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 hier. Yes. Da oben, da oben, da oben. Hier. Yes. Habe ich den schon? Ah, da war der letzte. Ich habe den halt für abgeschossen. Hatte ich nicht. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt alle. Okay. Die Aufgabe war tatsächlich schwerer, als ich dachte. Aber umso cooler. Ja. Ziemlich cool. So, 2 Aufgaben noch. Was brauchst du? Wird eine ziemlich kurze Folge, habe ich das Gefühl. Dann werden wir sehen. Ich möchte einen Helikopter. Den habe ich doch auf der Rückseite bei den Kippblöcken gesehen, oder? Das weiß ich nicht. Kann sein. Will ich mal nachschauen? Wenn nicht, dann bin ich etwas genervt, wenn er hier nicht ist. Aber der wird schon hier sein, oder? Tatsächlich ist der Helikopter ziemlich einfach. Ich bin sogar einmal hier lang gegangen. Aber was ich nicht gemacht habe, ist nach ganz oben zu gehen. Denn da ist er. Muss ich tatsächlich nachgucken. Weil ich keine Lust mehr hatte, nach Gegenständen zu suchen. Und dann ist er hier. Und ich dachte, ihr könnt da doch gar nicht sein. Ich war da doch schon. Wäre er dann, hätte ich ihn doch gesehen. Ja, anscheinend habe ich mich geirrt. Gut, jetzt haben wir ihn aber auf jeden Fall. Und nun die letzte Aufgabe für heute. Was ist es? Ich will 5 Blechboote. Ob das mal eine Konserve war? Es gibt welche auf der Rückseite des Flusses. Yo, letzte Aufgabe. 5 von den Dingern sammeln. Und ich zeige euch, wo sie sind. Das erste befindet sich hier. Da chillen die 2 Chai Guys drinne. Oh, was? Okay, jetzt. Sorry. Der zweite versteckt sich dort hinten. Hier bei dieser einen Blume im normalen Level gibt es dort hinten das Boot.
Ein weiteres gibt es hier. Wenn ich es treffen würde. Jetzt. Das letzte befindet sich ganz am Ende des Levels hier. Ich weiß nicht, was passiert, wenn das wegschwimmt. Und ich will es auch nicht ausprobieren. Deshalb. Ja. Einfach schnell genug abschießen. Sollte ziemlich einfach sein. Es ist nämlich ziemlich langsam. Und ja. Das war's dann mit dieser Folge. Damit haben wir alle Quests hiermit geschafft. Und dann werden wir in der nächsten Folge die letzte Welt angehen. Und in den nächsten beiden Folgen. Wie auch immer. Haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Hurra, alle Gänseblumen in Frohsinnstal gefunden.